Fangen wir mal an mit Weak Side Running Plays. Nennt man ein Isolation Play. Und sobald ich das Double Team spüre, boom, da entsteht ja hier eine Lücke. Wer füllt diese Lücken? Der Fullback macht einen Schritt zur Weak Side und ich renne. Lass uns über das Lead Play sprechen. Und wisst ihr was? Wir machen es nochmal komplizierter, weil es ja viel zu einfach. Hallo, guten Tag, liebe Bromantiker und Football-Freunde natürlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Football Tactics hier auf dem Football Bromance Kanal. Heute haben wir wieder ein sehr knuspriges Thema. Also es ist eigentlich nicht kompliziert, aber es könnte ein bisschen wild werden. Es wird viel gemalt. Sorry, wenn ich nicht immer verschiedene Farben nehme. Wir sprechen heute über Run-Fits gegen Two-Back-Running-Game. Wer muss wohin gehört, in welche Lücke, wer hat welche Aufgaben gegen den Lauf? That being said, wenn am Ende ihr sagt, ich habe zwar nichts verstanden, aber ich fand's gut, Daumen hoch da lassen. Abonnieren. Wir sind fast bei 100.000. Helft uns doch mal, endlich die Sechsstelligkeit zu erreichen. Und die Glocke drücken für Notification. Wir legen los. Run-Fits. Wer gehört wohin, wenn die Offense den Ball läuft? Und wir fangen mal mit Two-Back-Offense an, weil mit Two-Back fängt immer alles an. Wenn du defensiv dein Konzept aufbaust, geht es immer darum, fängst mit Two-Back an, zu One-Back mit einem Titan, One-Back ohne Titan, Empty. Das ist die Progression. Wie stoppst du, und wir haben ja auch in der Offense schon über Two-Back-Power-Running-Game und so gesprochen, jetzt, das ist die Antwort auf ein Video von vor ein paar Wochen. Also, aufgepasst, ich hoffe, ihr kommt mit und ich hoffe, es macht alles Sinn. Wenn nicht, lasst gerne einen Kommentar da, aber zerstört mich nicht. Okay, hier haben wir es. Wir müssen dazu natürlich auch ein bisschen über Offense sprechen, aber nur rudimentär. Wir haben hier eine sogenannte I-Formation und wir haben hier eine Overfront. Okay, der Weak Side Linebacker und ich male da mal unter, das ist der Will, der Mike, der Sam, Strong Safety. Fangen wir mal an mit Weak Side Running Plays, also Laufspielzüge, die zur schwachen Seite gehen. Da wäre ja sowas wie, der Fullback blockt den Will Linebacker, der blockt den End, die doppeln den zum Mike, die doppeln die Three-Technik zum Sam, der blockt den Defensive End. Und der läuft hier rein. Nennt man ein Isolation Play. Ne? Zur Weak Side. Wie stoppt man das Ganze? So, dafür müssen wir Folgendes verstehen. Die Spieler haben ja schon basierend auf ihrem Alignment bestimmte Lücken. Wir sehen hier, der Tackle im A-Gap, der spielt das A-Gap. Ne? Die Lücke zwischen Center und Guard. Der spielt das B-Gap. Schreibt mal B. B. Das ist das A-Gap. Ach, das, was erzähle ich denn? Das ist auch das A-Gap, B, C. A, B, C, D. Hat Björn ja schon mal drüber gesprochen, bevor er uns hat hängen lassen. So. Also. Weak Side Isolation Play. Der Fullback blockt den Will Linebacker. Der Will Linebacker ist der sogenannte Force Player hier auf der schwachen Seite, auf der Weak Side. Sein Job ist, alles wieder nach innen zu forcieren. Das heißt, der nimmt den Fullback mit der Innenschulter an und forciert alles zurück. Dieser Defensive End, der spielt hier in dieser Overfront, Head-Up über dem Tackle. Wenn der Run blockt, kommt ins B-Gap, die Lücke zwischen Guard und Tackle und macht die zu und lässt sich da nicht rausschieben. Defensive Tackle hier, der Nose, spielt im A-Gap, okay, bring meine Hände an den Center und sobald ich das Double-Team spüre, boom, fight pressure. Wenn Druck von da kommt, kämpfe ich dagegen, weil ansonsten wäre ich aus dem Weg geschoben. Keep your ground. So, die Three-Technik, hat Björn auch drüber gesprochen, steht auf der Außenschulter vom Guard, bringt die Hände ran, wenn er ein Double-Team spürt, fight pressure. Ah, hält hier seinen Grund. So, der Defensive End wird geblockt, halt deine Außenschulter frei, Fight Pressure, mach diese Lücke klein. So, das sind die Lücken, die noch entstehen. Und auch hier, wenn der Defensive End in dieses B-Gap geht, entsteht natürlich eine Lücke hier draußen, weil der Defensive oder der Will Linebacker nimmt das Ganze ja mit der Außenschulter an. Da entsteht ja hier eine Lücke. Wer füllt diese Lücken? Folgendes ist wichtig. Genau wie bei Flair, Flood and Flow für das Passing Game Cover 3 sind die Augen von diesen vier Jungs hier, 1, 2, 3, 4, Second Level Defender, sind auf
den Running Backs. Beide Running Backs steppen in die Richtung, besonders der Fullback. Der Nearback, der Running Back, der zu mir am nächsten ist, in der I-Formation, das ist immer der Fullback. Auf den habe ich meine Augen, weil der bringt mich zum Play. So, der läuft nach da, der macht einen Schritt zur Weak Side. Ich weiß, nimm ihn an mit der Außenschulter. Mike Linebacker, ich lese den Nearback, den Fullback. Der kommt darüber, weiß ich, die Lücke hat der Nose, die zweite Lücke hat der Defensive End. Er, mein Will Linebacker, sieht zu, dass alles wieder nach innen kommt. Ich laufe zu diesem Punkt. Der Fullback macht einen Schritt zur Weak Side und ich renne hier in diese Lücke. Genau am Arsch vorbei vom Defensive End, weil da muss der auftauchen. Wenn nicht, was könnte passieren? Der cuttet zurück in diese Lücke. So, aber der Sam Linebacker macht genau das gleiche wie der Mike Linebacker. Der sieht Running Back oder der Fullback, der Nearback, geht weg von mir, schum, ab ins A-Gap. So, jetzt bleibt aber noch eine Lücke hier. A, B, C, C-Gap. Die spielt der Strong Safety. So, der Strong Safety ist ja eigentlich ein Passverteidiger. Er muss das langsam spielen. Aber der weiß auch, wenn der Nearback verschwindet, kann ich das langsam spielen, weil der Cutback zurück, ganz hierhin, der dauert ein bisschen. Slow Play und der spielt dann sozusagen Cutback Lane. So, und was passiert dann? Der Fullback blockt den Will, Mike kommt sofort. So, die beiden wollen den Mike blocken. Das Ding heißt, das cuttet sofort zurück. Kann er nicht, der Sam ist da schon drin. Cutte ganz zurück. Boom, da ist der Strong Safety, macht das Play auf der Line of Scrimmage. Bombastisch, oder? So leicht funktionieren Runfits. Was passiert bei einem Play, wo der Fullback jetzt mal zur Strong Side geht? Wir hatten jetzt Isolation Play. Lass uns über das Lead Play sprechen. So, Fanblock, blocken raus, blocken raus. Der blockt den Nose. Der kommt für den Mike Linebacker. Die beiden doppeln den zum Sam. Boom, ich block den Defensive End. So, wieder der Nearback ist wichtig. Der Nearback ist der Fullback. Der kommt hier in dieses A-Gap reingehuscht. So. Ah, ich versuche das mal klein zu machen. Weil ihr müsst jetzt verstehen, es ist wichtig, dass die Linebacker, die müssen genau wissen, was passiert bei dem ersten Schritt des Leadblockers. So, die sehen beide Backs strong, der kommt hier. Entry Point ist das A-Gap. So, was passiert denn, wenn der Fullback in diese Lücke kommt? Der steht auf einmal hier drin. Das ist ja das A-Gap. Es entstehen aber zwei Gaps dadurch, dass er drin steht. Und zwar, oh, jetzt wird es interessant. Hier steht der Fullback drin im Loch. Hier ist eine Lücke und da ist eine Lücke. Seht ihr das? Dadurch, dass da einer drin steht, kann Running Back hier oder da vorbeilaufen. Das heißt, Fullback kommt ins A-Gap, müssen wir zwei Linebacker ins Gap haben. Das heißt, der Nearback auf der Weak Side geht weg für die Defensive Line und bleibt alles beim Gleichen. Spiel B, Spiel A ist Run, spiel das B-Gap. Ich spiele hier das C-Gap. So, Mike Linebacker, Nearback kommt ins A-Gap. Ich renne da rein, explodiere in ihn und gewinne nach innen und nimmt das innere A-Gap. Sam Linebacker, Entry Point ist inside, komm auch ins A-Gap, nimm das äußere A-Gap. So, zurückcutten kann der Running Back nicht, weil das Gap ist busy, das auch. Also Bouncer nach da. Strong Safety macht das Play. Wichtig ist, dass hier der Defensive End nicht ganz upfield läuft, so wie Björn Werner das gerne machen würde, weil dann wird diese Lücke riesengroß und dann ist für den Strong Safety echt schwer, einen guten Running Back im Open Field hier zu tackeln. Verstanden? Ich glaube schon. Entry Point im A-Gap mit dem Fullback. Brauchst du zwei Linebacker drin, weil zwei A-Gaps entstehen. So, jetzt sagen wir mal, es gibt einen Off-Tackle-Run. Kommt hier durch für den Sam Linebacker, blockt den End, die beide doppeln zum Mike. Die beide, der Will Linebacker steht ja hier. Psst. So, wie wird das Ganze gespielt? Ha, interessant. Off-Tackle-Run. Und wisst ihr was, wir machen es nochmal komplizierter, weil das ist ja viel zu einfach. Wir sagen, es ist Power. Der blockt runter. Die doppeln
blockt zurück und der Knabe pullt und der Fullback kommt auch noch. Kick-out-Block auf den End und der kommt rum für den Sam. Fullback-Power hatten wir ja auch. Wie blockt man oder wie verteidigt man das? Jetzt wird's interessant, weil wenn hier einer pullt, muss ich das, und meistens steht der Fullback dann natürlich auch eher in dieser Position, weil er den Kick-out-Block hat. Also stellen wir uns vor, der ist weg, steht da drüben. Dann verändert sich übrigens auch die Defense. Dann kommt der weg von der Line of Scrimmage und steht jetzt hier. Der Mike Linebacker steht auch nicht mehr da, sondern der steht hier. Und der Sam steht auch nicht mehr da, der kommt hier rüber. Weil wir shiften alle rüber, weil wenn der Fullback zur Strong Side ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zur Strong Side laufen. Also, Play geht los. Einer pullt, weiß ich, hier fehlt eine Lücke. Das heißt, ich, der hier als Will Linebacker die Backside spiele, und wenn ich hier auf der zweiten Level stehe, ist eigentlich das B-Gap meine Lücke. Wenn da einer verschwindet, gibt es da keine Lücke mehr für mich. Das heißt, ich nehme das nächste Gap und renne dadurch. Psst. Weil in der steht keiner. Der Nearback für den Will Linebacker ist jetzt der Tailback. Weil der Fullback ist jetzt nicht mehr der nächste Back. Der steppt nach da und einer pullt. Das sehe ich sozusagen in meinem Underkey, in meiner Peripherie. Ich lese den Runningback, den Nearback durch den Uncovered Lineman, der Guard. Den lese ich. So, ich sehe schon, ihr seht, es wird jetzt kompliziert. Wenn ich hier stehe und ich sehe den Nearback, den Tailback, und da sehe ich natürlich auch den Lineman, und der macht einen Schritt weg, das zieht mich rüber und jetzt pullt auch noch einer, dann mache ich mich auf den Weg und weiß, ich muss zup, das nächste Vacated Gap, da laufe ich durch. Mike Linebacker, der Nearback für den Mike Linebacker ist der Fullback, der hier drüben steht. So, der kommt nach außen, zieht er mich auch nach außen. Sam Linebacker, Nearback, kommt er nach außen, zieht er mich auch nach außen. Simpel, das heißt, wir haben Sam und Mike, die outside kommen. So, jetzt ist ganz, ganz wichtig zu wissen, was ist denn mit dieser Lücke? Ja, wenn der Tight End runterkommt und den Mike Linebacker blockt, und jetzt wird es ganz schön wild, ich versuche es nochmal zu klären. Wenn der runterkommt und seine Aufgabe ist, den Middle Linebacker zu blocken, verschwindet ja diese Lücke. Die spielt jetzt der Defensive End, der squeezed runter und nimmt den ersten Blocker auf. Wir haben gesagt, das ist der Fullback. Boing. Und idealerweise macht er da einen dicken Haufen und der Guard bleibt auch noch stecken. Also wir traden ein für zwei. Macht den Raum frei für ihn hier um die Ecke zu kommen. Und selbst wenn der Guard rumkommt, haben wir ein für ein und der Strong Safety ist der, der das Play machen muss. Ihr seht schon, da ist eine Menge los. So, das ist natürlich immer nur die graue Theorie, weil der Mike Linebacker hat natürlich einen schlechten Winkel. Der Tight End kommt da runter. Wenn der stecken bleibt, haben wir aber immer noch den Sam und den Strong Safety. Scrape outside. Und der Strong Safety, der das Play machen muss. Und für die, die aufgepasst haben, ich habe im Herbst noch bei Run darüber gesprochen, dieses Konzept von Crash and Scrape. Wenn ich einen Downblock habe, der Defensive End crasht inside. Und idealerweise nimmt er nicht nur den Fullback, sondern auch den Guard mit. Kommt der Guard rum, sobald ich hier einen Crash sehe, scrape der Sam outside und nimmt den Guard an. Und zwar inside out, damit der Ball Richtung Seitenlinie geht, gibt dem Strong Safety mehr Zeit, hier rüber zu kommen. Gibt dem Mike Linebacker Zeit, diesen Block zu schlagen und inside out zu laufen. Ihr seht, dass das ganze Szenario, wie fit ich den Run, nicht wirklich einfach ist. Also, wenn man es versteht, ist es einfach. Aber für die Line da draußen könnte das schon kompliziert sein. Ich gucke auf die Uhr, ist ganz schön lang. So, wir haben jetzt mal darüber gesprochen, wie stoppe ich einen Lauf zur Weak Side, wie durch die Mitte und wie ein Off-Tackle-Run. Das waren jetzt nur ganz rudimentär das, wohin gucken die Linebacker oder die Second-Level-Player auf den Nearback. Abhängig davon steht der Fullback hier in der Mitte oder rechts. Ist der entscheidende Faktor, wer ist der nächste Back? Das ist mein Key und ich lese als Linebacker immer nicht nur den Near Back, sondern in meinem Under Key sehe ich auch immer den Lineman, ob einer pullt und verschwindet, weil dann weiß ich, ich muss die nächste Lücke zum Play nehmen. Das war jetzt 15 Minuten. Ich hoffe, ihr habt irgendwas behalten. Wenn nicht, lasst einen Kommentar darunter. Ich versuche mal zu antworten. Und irgendwann kommen wir auch zu One Back Run Fits. Da werden die Safeties, beide Safeties noch eine größere Rolle spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr Kritik habt, lasst einen Kommentar da.
aber auch ein Like und abonniert. Macht die Glocke an. Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.